Sag nicht. Das Portal zum Hexenmeister. Oh, war rechts noch eins, nicht das Portal. Von denen sind wir doch immer. Von denen wird mir doch immer so übel. Ich will nicht. Bosskampf. Benutzt du jetzt etwa meine Portale? Du bist wirklich. Du hast wirklich keinen Anstand. Oh, Kacke. Ne, komm mal mit Schaden beim Bosskampf an. Falls wir das überhaupt überleben. Was starke Zweifler. Müssen wir ausweichen hier. Ein bisschen ausweichen. Ausweicherei. Das kenne ich noch von der Lego Movie Video Game. Na komm, hier ein bisschen ausweichen. Die können wir schießen mit der Krähe. Sehr gut. Mittlerweile einigermaßen. Es geht. Das könnte ich überleben. Unter Umständen. Gerade nicht. Ich schlag mich schon besser. Ein bisschen Concentration bei der Game. Wenn es irgendwie versucht, Englisch zu sprechen. Hui. Ganz ruhig. Und hier und dort und wir haben verloren. Meine Fresse. Konzentrier dich doch endlich. Ich habe doch keine Konzentration. Ich habe doch Konzentrationszeit in 3 Millisekunden. Ich kann mich nicht konzentrieren. Das ist mein Problem. Ich habe keine Aufmerksamkeit. Concentration ist ein bisschen. Da muss ich auf mein Glück hoffen. Funktioniert hier nicht, mein Glück. Ein Mist. Das wird wohl noch ein paar Anläufe brauchen, bis ich es zufällig kriege. Ganz zufällig mal. Mit einem KB dann immer. Noch zum Schluss noch. Gerade so. Mit Ach und Krach. Da fehlt mir Konzentration für. Na komm, wir sind doch fast da. Irgendwie verschwindet das Loch. Es entfernt sich. Scheint sich zu entfernen. Na komm. Ein KP noch und vorbei. Schwerer Seufzer. Es braucht hier noch ein bisschen. Es braucht hier noch ein bisschen Konzentration. So, die Gegner können wir ausschalten mit dem Krähenschnabel. Nicht mit dem Krähenschnabel, mit der Krähe. Huha! Ich werde besser. Stück für Stück. Irgendwann schaffe ich es. Alle guten Siege sind 300.067. In Unendlichkeit. Nein. Da fehlt mir die Konzentration für. Das krieg ich doch niemals gebacken. Das wird nichts mehr.
Danach geht es wahrscheinlich direkt zum Zauberer hinein. Befürchte ich. Eine Schwierigkeit nach dem anderen. Na, ein bisschen mehr Konzentration. Und wir kriegen das irgendwie hin, dass die auch so viel Schaden nehmen hier, die Gegenstände durchbrechen. Meine Fresse. Warum nochmal schießt du nie den Vogel? Mach ich doch. Mach ich. Bei den Gegnern machen wir das. Die Gegner können wir mit dem Vogel ausschalten, mit der Krähe. Da, einer ausgeschaltet. Der nächste. Den Skelett können wir ganz gut ausschalten. Guckst den, Moni. Die Krähe funktioniert aber allerdings nur mit den Skeletten. Dies ist die Sache. Na. Fast da. Es kommt auch gar nicht mehr so viel. Angekommen. Angriff freischaltet. Futsch und weg. Von Schädeln besessen. Zwei Errungenschaften auf einmal. Sehr toll. Und speichern. Sehr toll. Haben wir es doch noch geschafft. Ein bisschen Brandstiften. Der Bosskampf ist noch nicht da. Nicht wie ich es gedacht habe. Das gleich danach kommt. Oh wei. Durch den ganzen Turm angezündet. Kein Schnabel. Und nun? Wo kamen wir her? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin, glaube ich. Da sind noch Gegner. Alles in den Brand setzen muss er. Typisch Jack. Und Seil fort. Jawohl. Hier gibt es wieder schöne Gegner. Davon ist was. Ich sehe es. Die scheiß Monster hier. Schneemänner und Zangenbäume sind schlimm. Na, aber gerade so. Ist noch was. Ist noch einer. Das sind auch mehrere. Na komm. Du kriegst mich nicht. Heute nicht. Aber kurz vor knapp. Kaum konzentriert er sich auf die Gegner, läuft es. Ich wusste daran nichts. Ich hab die doch ausgeschaltet. Ich hab die mit. Ja, du kannst nicht. Du guckst mal nicht zu, Modi. Du guckst nicht zu, wenn ich was mache. Ist auch mal wieder typisch. Hab das die ganze Zeit gemacht. Ich hab's auf Video. Ich hab's die ganze Zeit gemacht. Hab die ganze Zeit die Gegner ausgeschaltet. Na, zu viele Klötze gerannt. Das war das Problem. Gut. Achso. Ich hätte die Gegner nochmal besiegen, na toll. Schöne Wurst. Erstmal die Tannenbäume hier. Erstmal die Tannenbäume, dann den. Nee, erst den Schneemann, dann die Tannenbäume, dann. Die Skeletts. Schnell durch zum Schneemann. Das ist der gefährlichste Gegner. Na komm. Attacke. Und Attacke. Sehr gut. Einer lebt noch. Ich würde nur klappern.
Einer lebt noch. Warum lebst du noch? Immer noch einer da. Er gibt doch nie Ruhe. Ach, leck mich doch. Der eine letzte Sack. Das eine kleine Trickst doch noch hier. Das eine kleine Arschloch. Die Tannenbäume schaffen mich zu sehr. Dass ihr auch immer wieder aufstehen müsst. Scheiß Skelette hier. Meine Fräse. Und jetzt will ich hier nicht sterben. Wie tue ich denn darüber, ohne zu sterben? So. Na tolle Wurst, klopf, klopf. Nee, ich will nicht klopfen. Beschädigt hier. Ich brauche Heilung. Okay, sehr gut. Dann klopfen wir mal. Ho, ho, ho. Nicht so schnell, Jack. Weihnachtsmann, habe ich dich nicht getötet? Oh ja, das hast du. Und jeder steht. Oh, und jetzt stehst du auf meiner Liste der unglaublich unartigen, Jack. Die habe ich extra für dich erfunden. Wie hast du den Vorfall in der Werkstatt überlebt? Ja. Schon vergessen, ich besitze magische Kräfte, du Kürbiskopf. Ich bin noch nicht ganz überm Berg, aber die Spielzeuge müssen ja fertig werden. Wer kann sich in dieser Zeit noch Krankheitstage leisten? Ja. Kapitalismus, genau der. Nun, ich habe dich schon einmal besiegt. Ein zweites Mal sollte drin sein. Eine Pause würde mir außerdem ganz gut tun. Da müssen wir wohl hier mal wieder ran. Der Weihnachtsmann schon wieder. Wie dieses Geschenkerätsel. Wieso kann er nicht tot bleiben? Jetzt müssen wir den Weihnachtsmann nochmal besiegen. Los, jag die Bude nochmal in die Luft. Damit er weiß, mit wem er es zu tun hat. Ach, ich will gar nicht. So ein Mist. Muss ich. Verdammt. Ihn aber verschenkt. Das wird natürlich nicht leichter. Verdammt. Verdammt. In der Schokoladenfabrik wollte ich gerade sagen, im Geschenkladen. Naja, das ist gerade noch so eingegangen. Dann beschäftigen wir uns jetzt auch noch eine Weile. Verdammt. Muss eigentlich jeder Treffer sitzen. Sonst wird das nichts. Sonst geht das wieder runter. Fortschrittsbalken geht halt wieder runter, das ist das Nervige. Wenn wir einmal nicht treffen, dann ist es dann wieder. Dann haben wir verloren. Na komm, und jetzt rein hier. Ständig befeuern müssen wir es. Na komm, rein hier. Und das Eckige muss ins Eckige. Verdammt! So hier. Das Eckige. Verdammt. Das Eckige. Das Runde. Das Runde. Na komm, eins noch. Oder Zweier. Oder Dreier. Oder Vierer. Oder Fünfer.
So. Ich liebe diese Kapitalismus-Jokes. Wenn du meinst. Okay, hier durch das Nebenkrankenhaus durch. Ach, schon wieder ein Portal. Ich will nicht. Die Eule hat nochmal was zu melden. Hier ist es, Jack. Ich kann die Macht des Zauberers spüren. Das kribbelt runter bis in die Fingerspitzen. Jetzt geht's also gleich rund. Was? Der Zauberer ist auf der anderen Seite des Portals. Genau, es gibt keinen Zweifel. Er ist gleich hinter diesem Portal. Wie ein verrücktes Weihnachtsgeschenk. Wie nett von ihm, dass er das Portal nicht für uns offen gelassen hat. Könnte allerdings auch eine Falle sein. Falle hin oder her, du musst da durch. Dafür bist du ja immerhin hergekommen. Du hast was zu erledigen, Jack. Also ran an die Arbeit. Töte den Zauberer und stürzt die Welt ins Verderben. Das hat die Eule aber schon mehrfach gesagt, dass das jetzt das finale Portal ist. Und nie war es der Fall. Und jetzt wird es wahrscheinlich wirklich sein. Vermute ich mal. Jetzt geht's von dem Bosskampf. Sieht ganz so aus, als hätte ich bei meinen Forschungen keine Verwendung mehr für dich. Na toll, jetzt nochmal das Portal. Jetzt hole ich mir hier schon Schaden für den Bosskampf. Na, wie sieht das aus? Jetzt komme ich damit einen HP in den Bosskampf rein. Ist na super, das ist dann natürlich super. Falls ich es durchschaffe. Viel Glück, er ist hart. Mittlerweile trifft er mich nur noch viermal pro Kampf. Aha. Na mal schauen, wie ich mich da schlage. Vielleicht schaffe ich es ja First Try. Das wäre... Das wäre jetzt natürlich, wenn ich das First Try schaffe. Und Modi dann die ganze Zeit so gesagt hat, das ist hart, der ist hart, der ist hart. Da brauchst du 3 Streams für. Das wäre jetzt eine gute Genugtuung, das beim ersten Mal First Try zu schaffen. Das wäre jetzt wirklich. Ich habe in diesem Spiel schon einiges First Try geschafft. Was mir selbst nicht zugemutet hätte. So, hier mal ausschalten. Hier mal durchkommen. Na komm. Wir kommen doch bestimmt mit Schaden in den Kampf. Das, was wir uns jetzt hier holen. Das wir uns jetzt hier einen Schaden holen. Aber dann wahrscheinlich den Kampf auch noch mit dabei. Ich befürchte es. So. Wir sind fast da. Die Stimme versagt. Jo. Hoffentlich mal Speicherpunkt. Oha, das sieht doch final aus. Keine erneuternden Worte. Doch. Du bist also der große Jack. Endlich lernen wir uns kennen. Willkommen in meiner bescheidenen Residenz. Was ist das denn hier für ein Ort? Eine Mini-Dimension von mir entworfen. Hier kann ich in Ruhe arbeiten. Und doch wagst du es, mich zu stören. Ich bin hier, um deine unheimlich kleine Visage zu polieren. Oh, du kommst gleich zur Sache. Das gefällt mir. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Dieses Amulett ist nutzlos. Da kannst du mich auch gleich erledigen. Okay, dann nimm einem doch irgendwie den Spaß an der Sache. Es nimmt einem doch irgendwie den Spaß an der Sache. Ha, den Spaß? Was? Dich erfüllt das Abschlachten von auf die gleiche Weise, wie mich die Forschung erfüllt? Und doch weiß ich trotz meiner Bemühungen noch immer nicht, mit dem Amulett der verglühenden Asche anzufangen. Die letzte Zeile auf der Steintafel. Ich habe sie unkenntlich gemacht, für den Fall, dass das Amulett in deine Hände geraten sollte.
Willst du wissen, was in der letzten Zeile stand? Willst du das Geheimnis des Amuletts erfahren? Fahr fort. Eine reine menschliche Seele. Das ist alles, was da stand. Eine reine menschliche Seele. Ist meine Seele etwa nicht rein genug? Habe ich etwa nicht mein ganzes Leben dem Wohle der Menschheit gewidmet? Mach dir nichts draus. Du hast gut reden, Jack. Du hast wohl die reinste Seele von allen. Was? Keine Bindung an einen echten Körper, völlig losgelöst und frei in dem dämlichen Kürbis. Was willst du tun? Mir die Seele entziehen und sie für deinen Zaubertricks benutzen? Dieser Plan ist so gut wie jeder andere. Jetzt halt still, Jack. Das hier wird ein wenig wehtun. Möge dies das Ende deiner teuflischen Existenz bedeuten. Oh, und Bosskampf. Du unbedeutender Jammerling. Ist dir eigentlich bewusst, welche enorme Macht ich habe? Nicht wirklich. Ich schätze mal, die Bomben müssen wir zurückscheißen. Na, für Stray wird hier wahrscheinlich nichts, aber... Ich kann es nicht vorstellen, welche Höllenqualen ich durchnitten habe. Aha. Na kacke. Müssen wir durch die Löcher durch. Verstehe. Na toll. Ja, mit First Try wird da nicht viel. Na komm. Und den letzten. Flammt. Das wäre wahrscheinlich der wunde Fleck gewesen. Wenn wir das rechtzeitig ausgelöst hätten. Ich kriege hier noch ein bisschen. Ja, es wird jetzt hier nichts First Try. Kannst du knicken. Und den Wirbelsturm, den weiche ich gut aus. In der zweiten und dritten Runde wird er wahrscheinlich tödlich. Oha. Nein. In die Löcher passt genau rein. Verdammt. Wir müssen mal schneller vorankommen, um ihn zu besiegen. Die vier Türme ausschalten. Nice. Erst am Boden, Jake. Das ist deine Chance. Schade. Also die erste Runde haben wir schon überstanden. Du bist das Teufels Scherger. Ja gut, so viel dazu. Ohne Rollen bist du nicht schnell genug, um die Energiedinger zu erreichen, sagte Modi. ich habe das Gegenteil gerade bewiesen, Modi. In die zweite Runde bin ich einigermaßen gut gekommen. Ja gut. Ist machbar. Die erste Runde ist machbar. Fürs 2 war sowieso nicht zu erwarten. So ist gut, wenn wir hier noch keinen Schaden nehmen. So, hier mal ein bisschen Schaden nehmen. Na komm. Sehr gut. Geht auch ohne Rollen. Dann kommt ordentlich draufhauen hier. Wir haben mir jetzt das Feld. Jetzt kann ich da runterfallen. Ist natürlich schlimm. Wenn ich runterfalle, bin ich tot. Aufpassen hier. Nicht reinfallen. Verdammt, komme ich in die Stürme rein. Ich kann gerade die Texte nicht lesen. Oh Kacke. Nein! Verdammt! In der zweiten Runde. Ach gut. Es braucht ein bisschen Übung. Schluck trinken.
Ja gut, die Runde haben wir jetzt hier. Lass mich besiegen. Von wegen ohne Rollen bist du nicht schnell genug, um die Energie-Dinger auszuschalten. Tja. Zweimal schon gezeigt, wie es geht. In der ersten Runde dürfen wir auf keinen Fall Schaden nehmen. So, hier gebe ich auch mein Bestes. Nur, dass man sich hier nicht heilen kann. Das war zu langsam. Er ist am Boden. Ohne Schaden zu fliegen. Okay, jetzt kommt hier. Jetzt muss ich hier mit den Löchern ein bisschen aufpassen, bis ich nicht aus der Map falle. Noch sieht's gut aus. Schwarze Löcher ausschalten. Und bloß nicht runterfallen. Noch habe ich vollen Charme. Volle Energie. Es läuft gut. Ja, komm. Und wird dann nicht leichter. So, hier zerstören und dann können wir jetzt die dritte Runde beginnen. So weit war ich noch nie. Jetzt nicht verkacken. Ab in die Mitte. Erst am Boden. Oh, Kacke. Noch weniger Platz. Jetzt falle ich immer aus der Map. Oh, oh. Nein. Du bist echt verdammt gut geworden. Und ich war schon in der dritten Runde. Das war verdammt gut. Ja, da falle ich noch aus der Map, das ist ein bisschen... Aber ohne Rollen. Ohne Rollen, Mutti. Ohne Rollen. Gibt's bei mir nicht. Bei mir wird nicht gerollt. Wäre bestimmt einfacher, aber was soll's. Hab ich nicht nötig. Ein bisschen mit Skill prallen. So easy peasy lemon squeezy. Na komm. Ja gut. Das ist wahrscheinlich der härteste Gegner hier, aber das härteste daran finde ich das Runterfallen, also dass die Bodenplatten auflösen. Ansonsten ist das schaffbar. Wenn man nicht so wenig Platz zum Angreifen dann hätte am Ende, in der dritten Runde. Einmal links rum. Mit dem Energiebalken sieht es blöd aus. Erst am Bonecheck. Oha. Zu spät rangekommen. Müssen wir vielleicht noch eine vierte Runde machen. Au, Kacke. Hier Jump'n'Run Kunst angesagt.
Nein, Mist. No Warning Challenge, also als nächstes. Dürfte ein World's First One sein. Puh. Das ist das, was mich hier... Das in der dritten Runde, das stört mich. Ich war hier, glaube ich, in der dritten Runde, oder? Ja. Zweimal schon in der dritten Runde gewesen. Die Plattformen sind für mich zu klein. In dem Springen komme ich noch nicht ganz klar. Die erste Runde kriege ich mittlerweile. Ja, GG. Easy. No sweat. Die erste Runde. Die zweite geht mittlerweile auch einigermaßen. So, hier mal. Gekonnt. Na verdammt. Ein bisschen Schaden kriege ich dann doch. Das ist so mit ein bisschen Konzentration. Oh, verdammt. Da war ich zu langsam. Die erste Runde dauert an. Gelaufen. Oh nein. Oh nein, den Sturm gekommen. Verdammt. Verdammt. Im Auge des Stromvulkans. Der letzte. Sehr gut. So, jetzt. Verklapp ihn. Aua, ja. Ja, ich kann den Chat jetzt wahrscheinlich gerade erstmal nicht mitlesen. Verzeiht's mir im Bosskampf. Im finalen Bosskampf. Das ist kein Auge auf den Chat. Haben kann. Die schwarzen Löcher, die nerven auch. Und die kriege ich jetzt mit der Melle. Oh, das ist schlecht. So, hier. Fiese Nummer hier beim Loch. Ist auf in die dritte Runde. Zweite Runde. Oh, Kacke. Nein! Ich fall da mal ins Loch rein. Das ist... Ja. In den Springen. Daran hängt's. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Ist gerade erst 19 Uhr. Ich krieg das heute noch fertig. Denke schon. So wie ich hier durch die Runden komme. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen Probleme mit den Orkanen hier. Ja, läuft nicht perfekt. So, jetzt hier die Schutzschilde ausschalten. Sehr gut, es am Boden und drauf. Das ist der Ritter der Menschheit, natürlich. Texte kann ich jetzt auch nicht wirklich lesen. Die müsst ihr euch durchlesen. Jo. Nein,
fiese Stelle. Ach, kacke. Es läuft schlecht für mich. Das ist erst die zweite Runde. Nein. Okay, hier. Schaden. So, hier bis an den Rand und dann hier Doppelsprung. Und nein. Na komm. Ein bisschen Heilung wäre auch mal wieder toll. Jetzt bin ich durch den Orkan gestorben. Alles Hüpfen kriege ich mittlerweile ganz hin. Gleich haben wir die 300 Tode voll. Oh, meine Fresse. Wenn ich am Anfang gut ausweiche, habe ich gute Chancen. Knappe Sache. Ja, du armer Höhlenqualen, die du durchlitten hast. Ich hab die großes Mitleid. Gern. So, jetzt hier und ran an den Speck. Ran da. Randale. Ach, Dreck. So knapp. Mit den schwarzen Löchern können wir uns Zeit lassen. Die greifen uns nicht an. Schon, aber. Wir warten eine Weile. Na, hier durchschlängeln. So, los geht's. Nein. Nicht zu langsam. Nächste Runde schaffen wir es. Es war eine ganz schlechte Runde hier. Suizidkommando. Ich will eine neue Runde starten. Suizidkommando. So, auf geht's. Na Mist. Langsam verliere ich auch die Konzentration. Man merkt, wie ich schlechter werde. Ich streame schon seit einer Stunde. Na. Irgendwie möglich, die Heilung zu kriegen. Kriegen wir den letzten noch? Verdammt! Hätte ich kriegen können. Ich bin zu nah am Arsch. Ich. Hier wird dann noch einige Versuche gebrauchen. Wenn die Concentration verliert, dann ist das hier. Ja. Dann wird das hier nicht leichter.
nicht ungünstig. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Du wirst zwei, dreimal verkackt haben. Und hier müssen wir ganz nah dran sein hier. Damit wir nicht runterfallen. Sind die Löcher nicht so groß. Was ist denn da passiert? Ein schwarzes Loch ist eingeschlagen. So schaffe ich es nicht durch die letzte Runde. So, hier. Durch die Ringe schlüpfen. Der letzte. Sehr gut. Dritte Runde, ich komme. Okay, jetzt müssen wir hier an den Rändern entlang. Knappe Sache. Die schwarzen Löcher kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oha, ist aber auch ein knapper Sprung. Nachbarsprung und wir waren wieder in der dritten Runde. Da ist ein Stern doch in Ordnung. Ist in der ersten Runde sterben ist peinlich. In der zweiten Runde sterben ist auch nicht toll, aber in der dritten Runde, nein, gut. Ist aber gut, dass der sich während der Mitte nicht wehren kann. Ist eine gute Sache. Der zwischen den Runden besiegbar ist. Ich hoffe, das sind nur drei Runden. Meine vierte Runde, das wird nichts mehr. Schön Energie aufheben. So, und jetzt hier. Sehr gut. In der zweiten Runde müssen wir hier in der Mitte bleiben. Damit wir nicht runterfallen. In der dritten Runde müssen wir nach außen ablaufen. Das war unfair. So fies. Oh Mist. Ja, hier und hier. So, da kommt dritte Runde. Elegant. Die erste und die zweite Runde kriege ich mit, aber in Eleganz hin. In der dritten Runde. Naja. Ist mit dem Springen ein bisschen. Durch die Blitze und so weiter sehe ich auch nicht, wo der einschlägt hier. Das Loch hat mich jetzt schon mehrere Male zerstört. Das eine Loch dort da drüben, der Sprung, der war ein bisschen heftig. Ich muss darauf achten, dass ich da nicht lang springe, vielleicht, dass ich wieder rückwärts gehe. So kann man das lösen, vielleicht. Nicht umdrehe. Sehr möglich. Ja, irgendwann kriegen wir Runde 3 hin, auch hin. Mit ein bisschen Übung. Übung macht den Kläster. Übung macht den Klästermeister. Ja, Runde 1 ist ja mittlerweile easy. Man sich hier nur ein bisschen konzentrieren. Sehr gut.
das glaube ich, das Schwert hier auch, ne, auch die beste Waffe. Würde ich sagen, da es am schnellsten ist, ist das hier auch meine bevorzugte Waffe. Ich kann es dann am besten zuhauen. Am häufigsten. Den Kollegen. In der zweiten Runde falle ich hier nicht durch. Wird nicht runtergefallen. Ob runterfallen ist erst in der dritten Runde erlaubt. So, dritte Runde, ich komme. Okay, aufgepasst, hier nicht lang. Und hier gleich wieder umdrehen. Und so machen wir's. So kriegen wir's hin. Und wieder zurück. Damit ich den Sturm durch. Oha. Soll ich das dann überleben? Auf der kleinen Plattform hier. Oh je. Auf jeder Plattform einer. Nice. Und ab in die Mitte. Das ist am Boden deine Chance. Nice. Nein! Mannschaft freigeschaltet, der böseste der Unterrichter. Der schafft's. Ah, nein! Unmöglich! Für wen hältst du dich? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab den Zauberer besiegt. Modi! Habt ihr das gesehen? Weil ich das nicht nochmal machen werde. Merkt ihr das gut? Ich bin der große Jack. Klar, so war jetzt. Du Ratte. Was hast du getan? Verflucht seist du, Jack. Verflucht seist du. Und verflucht sei auch die schwächliche Welt, in die du zurückkehren wirst. Ha, das ist doch Sinn und der Sache. Ist tot, Jack. Du hast es geschafft. Die kleine Nervensäge ist endlich tot. Trotz all seiner Macht war er uns nicht gewachsen. Ja, all seine Macht. Was schwebt dir vor, Jack? Du hast schon wieder diesen Blick drauf. Das Amulett der verglühenden Asche und eine reine menschliche Seele. Meine Seele. Hehehe. Das Amulett. GG. Jetzt schreibt Molly. Spiel durch, jetzt Dark Souls als nächstes. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ja, ich kann die Macht spüren, meine Macht. Der Teufel kann warten, wird Zeit, dass ich mich mal ein wenig amüsiere. Ja, ja, das nenne ich endlose Macht. Ich bin wie ein König, wie ein Gott, ich bin Jack. The End. Victory at last! Victory for the Underworld! Victory for the Devil! And victory for the great Jack and his friends. Even with the likes of monsters, humans, and Santa Claus himself standing between him and the wizard, Jack and his companions cut through their defenses and make their way to the heart of the North. The cold and bitter air does little to deter Jack from fulfilling his mission, as he finally reaches the final portal, where on the other side, the wizard has betrayed and failed to unlock the amulet's power. Only releasing that Jack's pure human spirit is the final key to wielding the power of the amulet. The wizard confronts Jack in the flesh at last. As the legend predicted, the champion and the pariah join in their final battle of good versus evil. And evil triumphs. It's a long and arduous battle, and the wizard is powerful and cunning. Faced against Jack's greatness, cunning and strength,
The wizard falls at last. With his dying breath, he curses Jack and the world he inherits. Just in time for Jack to steal the amulet and take its power for himself, empowering the humble soul inside a pumpkin like a god. Returning to the devil's good graces after so many centuries, Jack is free to roam the monster-infested earth and powerful enough to destroy it. All just another day in the life of the great Jack. Und da haben wir die Credits. Und da haben wir hier Konzeptzeichnungen. First Scene. Ah, das sah der Pumpkin Jack noch ein bisschen anders aus. Aber die ganzen Leute, die damit gearbeitet haben. Also, Entwickler hatten wir nur einen, aber da haben natürlich, na gut, das hat alles er gemacht, auch ein bisschen, aber da sind auch noch ein paar so Leute mit dabei. Auch Bilder von ihm. Talking about the game. Ja, haben wir's durchgespielt. Und Morty meint, ich soll einen Speedrun machen. Ja, weil ich auch so Speedrun, weil ich der Speedrun-König bin. Weil ich so gut Speedruns mache. Ja. Gut, haben wir's zu allerseitigen Überraschen heute doch durchgespielt. Na gut, ich habe damit gerechnet. Mir war klar, dass ich das heute in diesem Stream schaffe. Das war eigentlich... Ich habe fest damit gerechnet. Morty meinte, nee, du brauchst 3-4 Streams für den Bosskampf. Hatte ich mal wieder recht, Morty. Tja. Da mal schöne Konzeptkunst. Links und rechts daneben. Ja, wirklich mal Lob an den Entwicklern. An die Entwickler und die, also an die Entwickler und den Entwickler. Thanks for the 18 bis 25 Forums. Supported the game in early stages. Danke fürs Machen, also heilen Respekt an dir. Wirklich richtigen, also ordentlichen Respekt an den Entwickler. Er ist ja fast nur von einer Person geführt. Es ist ja wirklich, es ist ja dieser ein Entwickler noch mit dabei. Jetzt können wir noch Level auswählen. Haben wir hier nochmal die Level mit dabei. Die Fellner, die Spukmine, der verfluchte Sumpf, Knochenhausen, der gespenstische Friedhof, der Nordpol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level. Das siebte ist dann der Bosskampf. Ja, für den letzten Skin hat es noch nicht gereicht. Den Bussard, den müssen wir uns, ja, da müssten wir noch ein paar Krähenschnäbel sammeln. Ja gut, na dann haben wir es durchgespielt. Jetzt wäre noch die 100% Jagd, die man machen könnte, aber ja, das erspare ich euch dann noch. Dann könnte man hier noch Speedrun machen und die einzelnen Level noch schneller schaffen. Aber das lassen wir jetzt, glaube ich, so. Das ist, da habe ich jetzt nicht den Anspruch an mir, das nochmal im Speedrun zu machen. Ich bin froh, dass den Endboss jetzt so gut geschafft habe. Können wir uns nochmal die Credits angucken. Video, Audiosteuerung, Spielstand löschen auf gar keinen Fall. Einmal auf Weiter geklickt kurz. Jetzt fangen wir wieder von vorne an oder was? Once upon a time. Ganz genau. Jetzt geht es wieder von vorne los. Ich wollte die Credits noch mal gucken. Aber gut. Na dann würde ich mal sagen, eigentlich wollte ich bis 20 Uhr noch weiter streamen. Muss ich das jetzt noch durchspielen, aber gut, dann machen wir für heute Schluss. Das ist dann, ich meine, was wollen wir jetzt noch machen? Ich meine, das Spiel ist durchgespielt. Können wir noch beenden. Gut, dann sage ich erstmal Däumchen nach oben, es soll sich gefallen haben. Für die Zuschauer der Streamaufzeichnung der Parts, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und kein weiteres Video auf meinem Kanal verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, festlichen Tag und man sieht sich beim nächsten Video, beim nächsten
Streaming-Projekt beim nächsten Let's Play wieder. Im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.